Nach Ehe aus meldet sich Harald im Netz zu Wort. 35 gemeinsame Jahre, darunter 8 Jahre verheiratet, nun soll das Liebesglück sein Ende finden. Harald Glöhökler, 57, und Dieter Schroth, 75, lassen sich scheiden. Bestätigt wurde diese Meldung von Glöhöklers Anwalt. Christian Oliver Moser, ich kann bestätigen, dass mein Mandant über seine Familienanwältin beim zuständigen Gericht einen Antrag auf Aufhebung seiner Lebenspartnerschaft gestellt hat. Über Details äußere ich mich nicht. Anführungszeichen. Auf Instagram meldet sich der gebürtige Maulbronner nun selbst mit einem Post zu Wort. Das Bild zeigt den Designer in jüngeren Jahren, im Vordergrund sitzt eine digital hinzugefügte Schriftrolle. Auf welcher in feiner Schreibschrift steht, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Ein Zitat der bekannten Erzählung Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry. Neben jeder Menge Guss-Emojis in der Bildunterschrift, sind jedoch vor allem auch die Hashtags von Bedeutung, Love Beast Change die Fosse. Sie zeigen, Harald Glöhökler blickt trotz Scheidung positiv in die Zukunft. Seine Follower, innen unterstützen den Designer in seiner Entscheidung. Während eine Userin schreibt, in jedem Ende liegt ein neuer Anfang. Hält eine andere fest, was immer dir gut tut und sich für dich richtig anfühlt, ist richtig. Dass ihre Ehe nicht befreit von Krisen war, zeigte sich bereits im vergangenen Jahr. Mit dem Einzug Glöhöklers in das Dschungelcamp, kamen die tiefen Beziehungsprobleme ans Tageslicht. Vor allem mit der Negativ-Tirade seines noch Ehemannes sei der Modedesigner nicht mehr klar gekommen. Kurz nach der Ausstrahlung zog Glöhökler nach Berlin, nach eigenen Aussagen jedoch lediglich aus beruflichen Gründen, in die Zweitwohnung. Quellen, Bilde.